machen es nochmal. Servus und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Basketballmagazin. Ich habe heute wieder Maxi Kleber bei mir an meiner Seite. Ihr könnt euch vielleicht an den Beitrag Maxi mit Gitarre erinnern. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Und da gab es zwei Jungs in deinem Team, Maxi. Die haben dich ganz besonders dafür geärgert. Wie war das? Ach ja, der Lucho hat halt ein bisschen Spaß gemacht. Okay, also Lucho und, also Wladimir Lucic und Reggie Redding, die haben sich ganz besonders lustig gemacht über Maxi. Und wir haben uns gedacht... Ich muss aber dazu sagen, ich bin ja eigentlich nicht nachträglich, ja. Die Idee kommt nicht ganz von mir hier. Ja, okay. Darf wir brauchen, ich das sagen? Das darfst du natürlich sagen. Aber ich mach natürlich gerne mit. Ja, also haben wir uns was überlegt, um Rache zu üben an Wladimir Lucic und Reggie Redding. Und wie das genau aussieht, das sehen wir gleich. Wir schauen uns gleich mal jetzt die Highlights an gegen Oldenburg und dann erzählen wir euch, wie das Ganze funktioniert. Habe ich gerade, ich bin nicht nachträglich gesagt? Genau. Nein, ich bin nicht nachtragend. So, jetzt habe ich auf jeden Fall nochmal richtig gesagt. FC Bayern München Basketball gegen EWE Baskets Oldenburg im Audidom. Sicherer Playoff-Teilnehmer gegen eine Mannschaft, die unbedingt unter die besten 8 möchte. Ricky Paulding, Superstar der Gäste aus dem Norden, die in den blauen Trikots. Und es ging typisch für dieses Spiel los. Die Auflösung folgt später. Es regnete nämlich im Audidom. Dreier, das war der erste von Ricky Paulding und der zweite folgte. Es war unglaublich, was beide Mannschaften, auch das Team von Sascha Obradovic, von draußen drauflegt. Gute Defensivaktion hier von Devin Booker. Dann schnelles Spiel der Bayern und das nennt man hinten wie vorne gut drauf. Booker räumte hinten ab und vorne Alley-oop. Wunderbar gespielt von den Bayern. Spektakulärer Basketball. Es war wirklich ein hochinteressantes Spiel. Mladen Dragičević musste auf Mihajlović und Dagens verzichten und trotzdem seine Mannschaft immer dran. Dann Bryce Taylor, der ebenfalls ein super Spiel und natürlich auch von draußen machte. Der nächste Dreier in dieser Partie. Die Bayern setzten sich leicht ab und natürlich wieder von draußen Bryce Taylor. Unglaublich, ja, auch für die Trainer, was beide Teams trafen. Franz Massenet, auch der Point Guard der Oldenburger, machte ein super Spiel. Nächster Dreier. Es war unglaublich. Auch er hat sowas nicht allzu oft gesehen. Sascha Djordjevic. 5-Punkte-Führung für die Münchner. Ballgewinn Lucic. Und dann geht's schnell zur Sache. Spektakulär abgeschlossen. Die Bayern zur Pause vorn. Super gemacht von Lucic. Slam Dunk. Alle zufrieden im Audi Dome, denn es wurde von draußen getroffen, auch in der Halbzeitpause. Tag der Inklusion in München, die Rollis können es auch von ganz weit draußen. Zurück zur Partie der Fußgänger. Fehler der Oldenburger, Taylor, Man of the Match, mit 2 seiner am Ende insgesamt 19 Punkte. Bayern setzte sich ab, wieder super Zuspiel von Gavel auf den Hammer, auf Devin Booker. Toll getimt, dieses Alley-oop-Zuspiel. Es schien so, als bekämen die Bayern das jetzt richtig in den Griff. Aber Oldenburg, wie die Münchner auch, am Ende mit knapp 60% beide Teams von der Dreierlinie. Und die Gäste wollten einfach nicht aufgeben. Auch wenn hier noch einmal Lucic ein bisschen was drauflegt. Spektakuläre Aktion hier gegen Kramer. Es war ein tolles Basketballspiel. Aber die EWE Baskets liegen dran. Lockhart hier mit dieser Aktion. Mit Foul and One für den Oldenburger. Die Gäste zeigten, warum sie als vermeintlicher Sleeper in den Playoffs gelten. Dann aber nochmal Redding für die Bayern. Natürlich in diesem Spiel mit dem Dreier. Es war lange offen und dann gab es die Entscheidung durch Devin Booker. Es war ein mühevoller, ein anstrengender Erfolg für die Münchner gegen Oldenburg. Warum eigentlich? Yeah, it was. I mean, they have, they're fighting for a position in the playoffs. Die kämpfen um Platz in den Playoffs. So they played a good game. Die haben ein gutes Spiel gemacht. Defensively we have to be better, wir müssen besser verteidigen. Aber wir haben es gemacht, wir haben gut getroffen. So that's the main thing for us.
Ja, ich glaube, das war eine von den wenigen Niederlagen, wo man wirklich sehr, sehr viel mitnehmen kann und wo man eigentlich so halbwegs mit einem guten Gefühl rausgehen kann. Weil ich glaube, die letzten Wochen haben uns gerade auswärts extrem schwach präsentiert. Und für uns war einfach wichtig, uns selber zu beweisen und einfach zu sehen, dass wir eben auswärts auch diese Energie und dieses gute Spiel, was wir halt zu Hause auch in den letzten Wochen gezeigt haben, eben auch auswärts umsetzen können. Und das gibt uns, glaube ich, viel Selbstvertrauen und Push hin zum Playoffs. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Bryce Taylor, Mann des Spiels, Topscorer mit 19 Zählern und Oldenburg mit einer couragierten Leistung und vielleicht wirklich der Sleeper in Richtung Playoffs der Easy Credit BBL. Also, das Ganze ist so, dass wir eine spezielle Cool-Down-Cream entwickelt haben von einem Sponsor, den es gar nicht gibt. Also wir haben einen Fake-Sponsor erfunden, der diese Cool-Down-Cream auf den Markt bringt und haben ein Fake-Fotoshooting organisiert mit Reggie Redding und Wladimir Lucic. Und das Ganze sieht so aus. They plan more products. So if it works good now and if the first cream is getting good, we will have more creams with it. Yes, we don't need to. But just for example. Also das Geilste ist eigentlich gerade, dass es die Creme gar nicht gibt. Und die denken, es gibt sie. Und die machen serious shooting. Das ist so schön. Das ist mein. Yeah. The thing. Oh, we just detect the thing is not the fingers in front, but the cream. Guck mal die Gesichter an. Der Maxi gibt jetzt auch Anweisungen an die André. Okay, das war jetzt noch relativ harmlos. Wir machen jetzt mal weiter in der Sendung und zwar mit der Vorschau auf die Spiele gegen Bayreuth und Gießen. Und dann geht's gleich weiter. Mit dem 15. Sieg in Folge und damit einem neuen Teamrekord im Gepäck reist der FC Bayern Basketball am Samstag sicherlich gut gelaunt und selbstbewusst nach Bayreuth. In der letzten Begegnung im Audidom gab es ein Offensivfeuerwerk beider Mannschaften. Die Defense wird also auch dieses Mal entscheidend sein. Vor allem jenseits der Dreierlinie halten Machalski und Co. ihre Gegner stets auf Trab. In der Partie gegen Gießen am vergangenen Samstag waren es insgesamt 13 Würfe von Downtown, die erfolgreich den Weg ins Netz fanden. Da waren 79 Punkte von Gießen zu wenig für den Sieg. In der Tabelle hat sich Bayreuth nun auf Platz 4 festgesetzt. Und damit ist am Samstag in der Oberfrankenhalle mit Sicherheit Playoff-Stimmung vom Feinsten angesagt. Apropos Gießen, die 46ers kommen dann gleich am 1. Mai als nächster Gast in den Audidom. Die Mannschaft rund um Headcoach Dennis Wucherer ringt noch verzweifelt um einen Playoff-Platz. Zumindest ein Sieg muss her. Die Bayern können sich in der letzten Partie im Grunddurchgang, also auf einen harten Kampf, von der ersten bis zur letzten Minute gefasst machen. Wir freuen uns drauf. Reggie Redding ist jetzt dran. Und wir versuchen gerade, ihn dazu zu bringen, sich die Creme auf dem Bauch zu cremen. Oder zumindest irgendwo in diese Gegend. Aber der Reggie, der weigert sich noch ein bisschen. Der Reggie ist ein Schlauer. Ich glaube, er macht es. Macht das echt? Okay. Reggie Redding zieht sich gerade sein Trikot aus. Achso, jetzt zieht er es doch aus.
this on the skin. Perfect. Perfect. Das Schöne ist, der Reggie lacht nicht mal mehr. Okay. And really put it on this on the skin. Perfect. Perfect. Marco, I deserve a bonus for this, man. So, wir haben jetzt noch was ganz Besonderes für euch zwischendurch, nämlich 10 kurze mit Uli Hoeneß. Wir haben Uli Hoeneß getroffen, die zeigen wir euch jetzt noch. Und dann geht es langsam an die Auflösung, dann gehen wir nämlich hinein in die Halle und Maxi Kleber wird Wladimir Lucic und Reggie Redding darüber aufklären, dass sie eigentlich nur verarscht worden sind. Ja, wir sind heute am wunderschönen Tegernsee an diesem wunderschönen Tag, ist egal, aber wir haben einen wunderbaren Gast. Wir machen 10 kurze mit Uli Hoeneß, meine Lieben. Ja, wir haben uns mit Edmund Stoiber getroffen, da waren es nicht 10 kurze, sondern 10 mittellange, sage ich einmal. Und der hat bei unserem Interview aber die Stimmung im Audidom so gelobt. Ist es was Besonderes für Sie auch, diese Stimmung, obwohl Sie es ja gewohnt sind, immer in Stadien zu sein, wo viel los ist? Ja, Basketballhallen sind ja natürlich schon ein bisschen was anderes, weil man ja in den Hallen normalerweise sehr nah am Spielfeldrand ist. Man kriegt natürlich hautnah mit, was auf dem Spielfeld passiert. Insofern ist es schon was ganz Besonderes, wenn die Halle ausverkauft ist. Die ist ja oft genug ausverkauft, ist es ein wunderbares Erlebnis. Und ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, den ich eingeladen hatte oder mal mitgenommen hat, der nicht gesagt hat, das muss ich mir wieder anschauen. Wer aus Ihrem Umfeld hat eigentlich vom Basketball am meisten Ahnung? Eigentlich mein Bruder, weil der hat in Tübingen studiert und war dort auch in der Basketballmannschaft, weil er auch fast 1,90 groß ist, was auch eigentlich klein ist für Basketball, aber er hat viel Ahnung und ich versuche, da mithalten zu können. Sie sind ja am Wochenende sehr oft eingespannt. Wenn Sie mal einen freien Sonntag haben, was machen Sie dann? Ja, der Sonntag versuche ich wirklich zu entspannen. Dann stehe ich relativ früh auf, so um 8:30, 9. Dann hole ich Zeitungen, dann hole ich frische Semmeln. Meine Frau macht dann Frühstück und dann lese ich Zeitungen. Jetzt am Wochenende war wunderschönes Wetter. Dann habe ich Sport gemacht, dann gehe ich in die Sauna. Dann setze ich mich auf die Terrasse und rauche eine Zigarre und trinke ein Glas Wein oder einen Aperol Spritz. Und am Abend gehe ich mit meiner Frau zum Essen. Sehr schön, man muss das Leben genießen. Viele unserer Spieler haben ein Ritual vor den Spielen, fast schon Marotten. Hatten Sie das als Profi eigentlich auch? Ja, ich habe mir eingebildet, immer als Letzter einlaufen zu müssen und habe sehr penibel darauf geachtet, dass es geklappt hat. Und ganz generell, sind Sie abergläubisch? Eigentlich nicht. Gibt es ein Ereignis, also Sie haben schon viele schöne Ereignisse erlebt, gibt es eines, das Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, was Sie gerne nochmal erleben würden? Naja, man muss immer differenzieren zwischen der Karriere, wenn man selbst gespielt hat und der, wenn man draußen sitzt. Also als ich selbst gespielt habe, kann ich mich eben sehr erinnern an den Europapokal der Landesmeister 74, als wir mittwochs gegen Atletico Madrid katastrophal gespielt haben, in der Verlängerung dann unentschieden gespielt haben. Und damals gab es dann am Freitag noch ein Wiederholungsspiel. Das heißt, wir waren völlig unvorbereitet, haben dann von Mittwoch bis Freitag zusammengehockt, waren völlig kaputt, es war am Ende der Saison. Und in diesen 2 Tagen ist eine Mannschaft zusammengewachsen. Ja, wir waren kaputt und hatten eigentlich keine Chance und die haben wir genutzt. Und haben dann am Freitag eines der besten Spiele gemacht, die Bayern je gespielt hat, haben im Rückspiel dann 4:0 gewonnen. Gerd Müller 2 Tore, ich 2 Tore und da kann ich mich nur genau erinnern, dass ich gesagt habe, wenn ich das Leben anhalten könnte, dann würde ich es jetzt tun und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, obwohl wir im selben Jahr ja auch die Weltmeisterschaft gewonnen haben, aber dieses Spiel in Brüssel gegen Atletico Madrid, das ist bei mir sehr im Kopf. Und was anderes, gibt es jemanden, mit dem Sie gern einen Tag tauschen würden? Das ist ganz schwierig. Natürlich gibt es viele interessante Leute, mit denen man mal zusammenkommen würde. Aber tauschen, vielleicht würde ich sagen, mal einen Tag im Weltraum. So in so einer Soyuz-Kapsel könnte ich mir vorstellen, obwohl ich technisch eben sehr, sehr schwach bin. Und ich weiß, da oben muss man
super Profi sein, aber so etwas zu erleben, das könnte ich mir schon toll vorstellen. Dann machen wir noch eine schnelle Runde zum Abschluss. Welches Buch lesen Sie gerade oder haben Sie vor kurzem gelesen? Ich habe die Biografie von Steve Jobs gelesen, über 600 Seiten. Ihr Lieblingsfilm, Herr Hoeneß? Besser geht's nicht mit Jack Nicholson. Lieblingsessen außer Würstel? Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti. Wissen Sie Bescheid. Ihr schönster Urlaub bis jetzt? Ja, wir fahren ja seit vielen Jahren nach Südfrankreich, meine Frau und ich. Und einer der schönsten Urlaube war jetzt nach meinem Gefängnisaufenthalt, hatte ich ja der Familie versprochen, dass wir alle zusammengehen. Das waren insgesamt 10. Und wenn wir dann abends aus dem Hotel zum Essen gefahren sind, war das wieder Auszug aus Ägypten. Und es waren sehr spannende Abende mit 4 Enkelkindern. Und war ein schöner Urlaub, über 3 Wochen lang. Sehr schön. Letzte Frage. Wer bringt Uli Hoeneß wirklich herzhaft zum Lachen? Das kann Monika Gruber sein, das kann Gerhard Polt sein, das sind oder auch Bruno Jonas, mit dem ich befreundet bin. Also alles so Kabarettisten, die wirklich was drauf haben. Und ich lache sehr gerne und herzhaft. Und diese Leute bewundere ich, die es schaffen, hunderte von Menschen 1-2 Stunden lang wirklich zu entführen in eine Welt des Unbeschwertseins. Dankeschön, das war's. I should get a bonus for this. Wir waren mit Bryce Taylor, dem Captain. Wie gut kann der schon bayerisch eigentlich? Gar nicht wahrscheinlich. Aber Deutsch schon. Doch, richtig, der kann gut, schon. Gell? Also, ja, der Bryce, er versteht auf jeden Fall. Wenn wir im Lockerroom reden, versteht er uns. Ja? Okay. Versteht alles. Also muss man aufpassen. Reden ist er, sagt er selber immer ein bisschen schüchtern, weil er mag es nicht, wenn er nicht perfekt reden kann. Aber eigentlich muss er nur anfangen, weil er versteht alles und er kann mit Sicherheit auch reden. Und, ja. Also kann er auch, weiß ich ja. Aber ist da wahrscheinlich ein bisschen schüchtern, aber. Ja, aber wir haben schon gemerkt, dass er gut Deutsch sprechen kann. Und er bekommt ja auch von uns bayerisch Unterricht. Dieses Mal haben wir mit ihm eine Tracht eingekauft. Viel Vergnügen. Oh mein. What is this? What is this? Come on. It's my day-to-day outfit. I taught you. You have to wear traditional clothing. Tracht. Okay. You need a Lederhosen, okay. Haferlschuhe, nice shirt. You can't go along like this. Okay, I got you. Well, I'm prepared. So the most important things are this one, the Lederhosen. Then you need the shoes. Haferlschuhe. A loafer. It's like a cap warmer. Loafer. Yeah, this is like a cap warmer. Prosecco. Would be an awesome Halloween costume. Now, Bryce, there are two important things about the Lederhosen. First, you have to wear it tight, so the ladies can see your butt, and the ladies like the butt, okay? Alright. And most important, here, die Wadeln. You need very big Wadeln, because the ladies like it. Wadeln. Yeah, not bad. But I guess mine are better. I have to call your coach. You have to train harder. Get just good as. Now you look good. I like it. Yeah? All perfect? Feeling good right now. How does it feel? Good? It's good, yeah. Now you're original Bavarian. I'm ready. Welcome to the club.
We can go to the Wiesn. All right. I'm ready, man. Das gefällt mir. Yeah. Very good. Also, ihr gefällt's. Fix das. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, es ist jetzt soweit. That's why. Go on this side. You turn around like this, like that. Yeah. Perfect. This is worse than a pond. No, it's Schmitty. So what, I'm pulling on his shoulder? Cremen die sich gegenseitig ein? Ja. Zeig mal. Imagine you have a sunburn. If you can't see the cream, wait. It's okay. So, oh ja, das ist doch sehr schön. So, nehmen wir mal die Gitarre. Auf dem Weg. Boah. Lösen wir das Ganze mal auf. Wir gehen aber trotzdem schon mal rein. Mach mal auf Stumm. Wir lösen mal auf, dass ich der Firmenchef bin. Boah. Also sie checken es immer noch nicht, auch wenn ich mit der Gitarre reinlaufe. Das haben sie wohl noch nicht durchschaut. Yo guys, you had a nice shooting? Yeah. You like it? Yeah. That was my company. If you like it, you can get the flyers. That shit, get away from me. Oh, thank you. Cool down again, huh? It's a fake company, Lucho. Yeah, it was a fake shooting. He had to run. Kidding me. No, they set it up. Oh, they set it up. No, who told me this? Somebody told me this. Nice. But Reggie. Hey, I was wondering why they use me for this kind of thing. Somebody told me. Like to wait, like Reggie. You want to get the... But you want the flyers now? You want the flyers? Yeah, I want one. Bloody. You can take some cream in the locker and go on. Reggie, thanks. Well, the cream is thanks, nice, but... Hey, Reggie, thank you, man. What we put on our body. Thanks. Good for the karma. Reggie, thank you. Die Revanche ist auf jeden Fall geglückt, da bin ich mir sicher, oder Maxi? Ja, jetzt könnt ihr euch gemeinsam mit denen was überlegen, was sie dann mit mir machen. Ich werde es natürlich durchschauen und dann bin ich wieder dran. Genau. Wir glauben nämlich, dass das Ganze jetzt sich natürlich weiter aufbaut, ist aber gut für uns und gut für euch, weil wir haben was zum Anschauen. Danke Maxi, dass du mitgemacht hast und dich revanchieren konntest. Wir sehen uns wieder im Audiodom und in der nächsten Woche mit der nächsten Sendung und vielleicht schon dem nächsten Prank. Schaltet wieder ein. Lachen heißt Geräusch oder Lachen heißt... Ich verliere das erste sofort, weil ich jetzt schon lache. Ja, sehr. Alles klar. Was ist das? Gibt's was in München zu sehen? Soll ich mir echt angucken? Tschüss. This is bad.
heißt jedes Mal. That is so great! Perfectly timed putting Maxi in there too. Let's go, Abraham. 2, 3! Bayern! Wir spielen 4 Spiele. Die ersten 2 kommen weiter. Hallo, ich bin der Jeremy Svenkamp, auch genannt Jerry. Hi, ich bin der Florian Herrmann, genannt Big Bro. Was erwartest du am Wochenende? Gewinnen. Was hast du dir vorgenommen fürs Wochenende? Zu hustlen. Immer zu hustlen in der Defense. Schon längst. Oh. Spielanalyse, oder? Ja, im Flugzeug immer. Man kennt keinen Schmerz. Wir werden uns niemals von außen besiegen. Das heißt Penetration Defense, Fast Break Strong und hoch im ersten Sieg. Was macht ihr da in der Stadt? Meisterwerden. Meisterwerden. Seid ready. Sorgt dafür, dass ihr euch gut aufwärmt jetzt, dass ihr konzentriert seid und gut startet. Fliegst du hin, Ari? Nach München. Nach München? How is your English? Sehr gut. Felix, was hast du da am Hals? Hals, eine Medaille. Aber wir weiter sind im Superfinale. You got a friend. Für die Bayern, die unsere Halle soll kein anderer feiern.